Du hättest niemals geboren werden sollen. Welche Zeitform ist das? Präservativdefekt. Ja. Wie kommt ein Afghane zur Arbeit? Mit der Taliban. Beim Erste-Hilfe-Kurs sagt der Ausbilder zu Murat: stabile Seitenlage. Sagt der Murat: danke, Bruder. Was macht ein Leprakranker in der... Was macht ein Leprakranker in der Diskothek? Tanzen, bis die Fetzen fliegen. Sagt der Gast zum Kellner: schade, dass ich nicht früher hier gewesen bin. Sagt der Kellner: war das Essen so gut? Sagt der Gast: nee, dann wäre der Fisch aber noch frisch gewesen. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwalbe und einem Tripper? Na, schon mal eine Schwalbe gehabt? Sitzen zwei Typen auf dem Boot beim Angeln. Nach 3 Stunden, ohne dass etwas anbeißt, sagt der eine zu dem anderen: beißt heute nichts an? Nach 1 Stunde antwortet der andere: sind wir zum Angeln oder zum Quatschen? Ein LKW-Fahrer, ja, muss etwas in ein Dorf transportieren, das auf dem Berg, das Dorf liegt auf einem Berg. Ja, der LKW-Fahrer fährt hoch, ja, aber rückwärts. Fährt rückwärts den Berg hoch mit einem LKW. Hält ihn oben ein Polizist und sagt: hören Sie mal, wohin fahren Sie? Sagt er: ja, ich muss hier hoch. Sagt er: wieso fahren Sie rückwärts mit dem LKW hier den Berg hoch? Sagt er: mein Chef hat gesagt, man kann oben nicht wenden. Ne? Dann sagt der Polizist: wie bitte? Sagt er: ja, mein Chef hat gesagt, ich kann oben nicht wenden, und weil es so kompliziert ist mit dem großen Lastwagen, wollte ich sicherheitshalber rückwärts nach oben fahren, damit ich einfach vorwärts wieder runterfahren kann. Sagt der Polizist: okay, ausnahmsweise lasse ich dich durch. Fahr weiter. 1 Stunde später fährt genau dieser Fahrer wieder rückwärts den Berg runter. Fährt runter, kommt der Polizist, hält ihn wieder an. Sagt er: hör mal, was machst du da? Sagt der LKW-Fahrer: ey, mein Chef hat sich geirrt, man kann oben doch wenden.